Hallo Leute, mein zweites Update am heutigen Tage. Natürlich, ich habe euch hier schon bereits heute Mittag geupdatet und jetzt wollte ich noch einmal die Gunst der Stunde nutzen und euch hier noch mal ein anderes Videoformat als sonst hier auf YouTube hochladen, sodass ihr wirklich immer up to date bleibt. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ich habe heute einen sehr, sehr besonderen Gast mitgebracht und zwar der Kryptofati ist heute auch mit von der Partie und wir sitzen hier gerade in Dubai. Ich zeige euch noch mal die Umgebung. Hier den Burj Khalifa seht ihr. Also wir haben hier gerade eine schöne Zeit und wollten euch natürlich nicht vernachlässigen und nochmal hier deswegen ein Update-Video. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, sehr, sehr wichtig, geht gerne einmal unter das Video, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. So seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, bekommt immer mit, wenn ich neue Trades setze oder diese Trades dann letztendlich wieder schließe. Außerdem wisst ihr immer Bescheid, was zu erwarten ist, wovon wir ausgehen müssen und wann der Trade dann wieder geschlossen werden muss. Damit starten wir einmal direkt mit unserem Bitcoin-Chart. Aber bevor ich das vergesse, natürlich geht auch gerne einmal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Kryptofatis Channel. Checkt auch gerne einmal seinen Channel ab. Er wird hier im Laufe des Videos nochmal kundtun, was er erwartet, jetzt in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen, wovon auszugehen ist, seiner Meinung nach. Aber damit gehen wir einmal direkt rüber in den Bitcoin-Chart. Leute, was wir hier gerade erkennen können, und zwar, ich habe ja bereits in meinem Mittagsvideo heute darüber gesprochen, dass wir hier nach wie vor aus diesem Ascending Triangle nach oben ausgebrochen sind. Dieses Ascending Triangle war ja sozusagen das Ende von dieser Seitwärtsphase, beziehungsweise erst das Ende von diesem Downtrend gewesen. Und danach sind wir in dieses Ascending Triangle reingegangen, sind aus diesem Ascending Triangle jetzt vor einigen Tagen nach oben ausgebrochen. Ich hatte ja bereits in meinem gestrigen Video angekündigt, dass ich jetzt erst einmal davon ausgehe, beziehungsweise dass ich gestern davon ausgegangen bin, dass wir noch einmal mit dem Bitcoin-Preis korrigieren werden, da wir ja sozusagen die CME-Gap noch füllen mussten. Und dann hatte ich ja auch gesagt, dass wir letztendlich mit dem Bitcoin-Preis wieder nach oben gehen könnten. Genauso ist es auch gekommen. Wir sind mit dem Bitcoin-Preis noch einmal runtergegangen auf diese Widerstandslinie, diese so wichtige Widerstandslinie, was wir seit Monaten, wirklich Monaten in unserem Bitcoin-Chart hatten. Und jetzt sieht es stark danach aus, als wenn wir einen Retest gemeistert haben und jetzt letztendlich auch mit dem Bitcoin-Preis wieder umkehren können und wieder nach oben gehen können. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wir können hier unten unseren RSI-Indikator erkennen. Und wir können auch hier in unserem RSI-Indikator jetzt gerade erkennen, wir haben ja sozusagen auch in diesem Indikator diese Widerstandslinie gehabt, diese gekennzeichnet hier in Rot. Und auch dort sind wir über diese Widerstandslinie ausgebrochen. Jetzt sah es ebenfalls nicht nur in unserem Bitcoin-Chart so aus, sondern auch hier in unserem RSI-Indikator so aus, dass wir ebenfalls diesen Ausbruch über diese rote Widerstandslinie nun retestet haben. Und möglicherweise können wir nun mit dem Bitcoin-Preis noch viel stärker nach oben gehen. Aber machen wir hier einmal direkt weiter mit unserer CME-Gap. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir noch einmal an dieser Stelle über unsere CME-Gap sprechen. Und danach würde ich auch Fatih das Wort übergeben, sodass er auch noch mal seine Meinung äußern kann und euch noch mal mitteilen kann, was er glaubt, was zu erwarten ist in den nächsten Stunden, natürlich auch in den nächsten Tagen. By the way, wie gesagt, Leute, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Fatis Channel, geht auch gerne dort einmal drauf und checkt seinen Channel ab. Er macht auch tägliche Updates zum Bitcoin-Kurs und natürlich auch berichtet er über Altcoins. Genau, Leute, wir haben hier unsere CME-Gap gehabt bei $44.800 und ich hatte ja gesagt, wie bereits am Anfang des Videos angekündigt, dass wir noch einmal auf die $44.800 möglicherweise gehen müssen, bevor wir dort erneut umkehren und dann letztendlich mit dem Bitcoin-Preis wieder nach oben gehen können. Natürlich sehr, sehr wichtig, worauf wir gleich nochmal eingehen müssen, ist unser Volumen. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber hier können wir perfekt erkennen, dass es genauso gekommen ist. Wir sind auf die $44.800 runtergegangen, haben diese Stelle noch einmal retestet und jetzt geht es mit dem Bitcoin-Preis wieder nach oben. Aber gehen wir noch einmal zurück in unseren vorherigen Chart. Genau, jetzt gerade können wir nämlich, wie gesagt, in unserem Bitcoin-Tageschart erkennen, dass unser Volumen nicht allzu hoch ist. Ich zeichne das hier noch einmal ein, sodass ihr auch wisst, worüber ich gerade spreche. Und zwar genau hier diese Volumenkerze, die letzte grüne Volumenkerze. Dort wäre es wünschenswert, wenn wir diese Volumenkerze noch ein bisschen etwas nach oben kriegen, wie zum Beispiel hier vorher
mit dieser Kerze. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig hier einzuzeichnen, es ist auch ein bisschen schwierig, das zu erkennen, aber ihr seht diese höhere Kerze, diese höhere grüne Kerze. Wenn wir so eine Kerze jetzt noch in den nächsten Stunden hinkriegen sollten, das bedeutet in den nächsten 5 Stunden und 9 Minuten, wäre es wirklich fantastisch. Und dann bin ich wieder ziemlich bullisch drauf. Und genau, so kann es meiner Meinung nach weitergehen. Ich gehe hier nochmal in die Selbstaufnahme rein. Und dann würde ich sagen, dass ich Fatih nochmal das Wort übergebe. Und er kann dann natürlich auch nochmal seine Meinung kundtun. Ja, erstmal Kero, vielen Dank, dass ich auf deinem Channel, auf deinem Video sein darf. Ich habe noch kurz ein interessantes Szenario auf dem einstündigen Chart, auf die größeren Timeframes, werde ich noch auf meinem heutigen Update eingehen. Und bevor ich mit dem Update auf dem einstündigen Chart starte, würde es mich sehr freuen, wenn wir uns jetzt einmal 5 Sekunden Zeit nehmen, diesen Channel einmal abonnieren, das Video liken, die Glocke aktivieren und natürlich auch einen netten Kommentar da lassen, um ein wenig den Algorithmus zu pushen. Ich gebe dir einmal kurz die Kamera, dann kannst du vielleicht einmal auf meinen Chart hier filmen. Natürlich, das mache ich doch gerne. Und zwar haben wir einmal hier den einstündigen Chart und hier haben wir möglicherweise ein V-Bottom-Szenario. Das zeige ich euch mal hier an dieser Stelle kurz. Das ist hier unser V-Bottom-Szenario. Das heißt, wir kommen hier einmal runter, mit einem V-Shape, also wie so ein V. Kommen über die Neckline, in dem Fall das ist ein bullisches Pattern. Daraufhin dann kommen wir nochmal runter. Im besten Fall sehen wir einen Retest und pushen dann nach oben. Hier an dieser Stelle auf dem einstündigen Chart haben wir ebenfalls das gleiche Szenario, was sich jetzt hier möglicherweise abspielen könnte. Das heißt, wir haben hier einen extremen Preisabfall gesehen, haben hier eine schnelle Recovery gesehen und hier an dieser Stelle mit einem erfolgreichen Retest könnten wir hier natürlich nach oben hin ausbrechen. Die Neckline würde in diesem Fall hier an dieser Stelle bei circa, einen Moment, bei circa 47.500 US-Dollar liegen. Und das Spannende ist auch, wenn wir hier einmal die EMA Ribbons reinziehen, dann sehen wir, dass wir hier auf dem einstündigen Chart unter die EMA Ribbons gefallen sind und es jetzt geschafft haben, hier auf dem einstündigen Chart über die EMA Ribbons zu steigen. Wie gesagt, diese Neckline wird jetzt extrem wichtig für uns. Es kann sein, dass wir hier nochmal rejected werden und dann hätten wir natürlich das Szenario, dass wir vielleicht mit einem möglichen W-Pattern hier aus dieser Formation bullisch nach oben ausbrechen. Super, super. Das war wirklich eine erstklassige Analyse, Leute. Wenn es euch auch gefällt, dann geht gerne, wie gesagt, einmal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu CryptoFatis Channel. Checkt ihn auch gerne ab. Und wenn euch solche Videos gefallen, solche kurzen Updates, ganz egal wo ich bin, dann geht doch gerne auch einmal unter das Video, gibt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. Wie gesagt, so seid ihr definitiv auf der sicheren Seite und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.